Jetzt hier geht es zum Bordan Beach, zeige Kreuzung, ein Tricky. Da drüben ist ein Schild, Bordan Beach, selber gemalt. Und ja, da sind auch verschiedene Schilder. Da war das Zelt wie so, jetzt muss auch das in der Zeit. Schauen wir mal, die Don nimmt das Ding mal in die Hand und dann fahren wir mal los. So, hier sind wir am Bordan Beach. Schau, liebevoll gestaltet. Ich zeige es euch gleich. Da gibt es sogar so einen kleinen Aussichtspunkt. Ich finde es super. Da gibt es auch noch kleine Restaurants. Guck mal. Zack. Ja, hier so Bambus. O-Top. Und wahrscheinlich steht jetzt hier Bordan Beach. Da ist ein Tor. Welcome. Und da hinten drin sind diese Buden, aber jetzt drehen wir uns erstmal um und gehen auf die andere Seite, auf das Türmchen hoch. Da haben wir gleich den besten Blick wahrscheinlich. Ja, ein schöner Parkplatz. Also ich denke, es ist zwar wirklich wunderschön gestaltet, aber ich glaube nicht, dass sehr viele Touristen normalerweise hierher kommen, weil es echt tricky zu finden. Thai-Touristen vielleicht. Wir waren auch schon mal da und muss auch sogar sagen, wir haben hier geschnorchelt. Ich zeige es euch gleich mal. Da gehen wir bestimmt auch noch mal her. Das ist vielleicht auch eine Idee für den nächsten Filmchen. Ja, so. Okay, da gehen wir jetzt mal darauf. Ja, ist vielleicht auch eine Idee für das nächste Filmchen, dass wir da mal so ein Schnorchelfilmchen machen. Und nehme ich aber meinen Sohn mit, der Kim. Wow, das ist brandneu. Da klebt sogar noch die Farbe, wenn man hinfasst. Dann kommst du auch rauf? Nein. Warum nicht? Das ist echt stabil. Ich bin der Feigling, was Höhe angeht. Ja, vorne ist jetzt eine Schaukel. Und was ein Ausblick. Ja, das sind so kleine Inselchen. Da sind wir sogar schon komplett vorgeschnorchelt. Und ja, war auch interessant. Und die Anlage hier, also der Strandabschnitt, ich denke, das sind die Leute, die das hier betreiben, die das quasi dann auch liebevoll gestalten und auch als Attraktion ausbauen, damit wahrscheinlich mehr Leute herkommen. Von daher kann ich das ohne schlechtes Gewissen empfehlen. Und ja, wir waren ja bei diesem Tempel am Meer, Holztempel in dem anderen Video davor, und das könnte man zum Beispiel als Tagesausflug verbinden. Könnte man dann noch was essen gehen oder hier dann auch seine Zeit verbringen, weil das geht schon ein bisschen. Da kann man schon. Fischer sind auch gerade draußen. Ich guck mal, vielleicht kann ich in die Videobeschreibung, ob ich da einen Link finde, und wenn nicht, setze einer bei Google, dann könnt ihr das da finden. Ja? Und wenn nicht, könnt ihr mich anschreiben, falls ihr mal wieder da seid. Also, ja, man hat es ja für sich alleine.
Und selbst zu normalen Zeiten, wir waren schon ein paar Mal da, also ist selten viel los. Und? Gefällt es dir? Oder ist dir zu heiß? Zu heiß! Aber wie ihr seht, ist die Dorn dabei, damit ihr meinen Rucksack trägt. Ja. Okay. Gehen wir mal hier rein. Also wie es aussieht, hätte man auch reinfahren können. Ja, wenn wir uns da noch was zu trinken holen. Holst du noch was zu trinken dann? Gut, was willst du denn? Ein Eiskaffee. Oh ja. Ein Kaffee jen mei? Oh, die geht gerade fort. Ach, da kommt die Dame. War selber noch ein bisschen am Strand. Oh, was? Nam Kang Sai. Ja. Oh, da gibt es also auch Eis. Lasst euch mal überraschen, was Nam Kang Sai ist. Ja. Mir Kaffee Yen du mei? Kaffee Yen de mei wan. Wan nit nit. น้ำแข็งใสก่อนไม่ก่อนVerwirrte die Dame, weiß. Ach, das ist der Eiskaffee. Also von daher, der ist schon fertig. Clever. มีไปแล้วเหรอมีผ่านไปแล้วเหรองานตลอดวัดใช่ไหมแต่ละนัดวันเสาร์อาทิตย์อ๋อ gibt's quasi Samstag und Sonntag ist hier ein Markt. Ja. Auch interessant. Ja, mach auch. Mal gucken, wenn wir Samstag, Sonntag wieder Zeit haben, kommen wir vielleicht hierher. Genau. Komm grad. Kommt noch ein bisschen Milch oben drauf. Farbe erst. Und noch ein bisschen Farbe. Hey, du Boy. Du Boy, Sirup. Ja, Sirup. Aber es gibt ja ein extra Video. Da sind sehr viele verschiedene Sachen drin. Hast du viel Geld dabei? Oder hast du Hunger? Wahnsinn, das ganze Zeug, das da reinkommt. Und kostet nachher 20 Baht. Bestimmt, weil wir Werbung machen. Ja. Der große Nahe. Das ist doch der nächste. Okay, ein Eiskaffee und diese Mixtur
das leckere Eis. Ja. Kostet zusammen 40 Baht. Sind es jetzt zurzeit, je nach Wechselkurs, dürfte es 1,20 Euro sein oder so. Oh, mein lag mir nicht. Ja, natürlich nicht. Also, für 1,20 Euro ist das gut. Ja, schöne Farbe. Setzen wir uns davor. Ja, sieht auch echt gesund aus. Ja. Wunderschöne Plätzchen. Und auch Ruhe ohne Ende. Kleines Boot. Wie immer gehört das Schaukel dazu. Schönes Bötchen. Kann man auch nein sitzen, oder? Nur Design. Ja, für Kinder zum Spielen. Da hinten sitzt auch jemand. Auch nett. Ja, ich denke eher, dass da sowieso mehr Details herkommt. Aber für euch auf jeden Fall eine Empfehlung. Die Dorn mit ihrem. Das gibt aber. Ich wollte jetzt gerade sagen, das ist ja ein Kunststück, was du da machst. Sieht gemütlich aus. Leg doch die Tasche auf den Boden dann, sag mal. Warte mal, ich stell mal das da her. Guck mal, der Dorn hat sich da eingehakt mit meiner Tasche. Mein Superstar.